Wow, durch die Beine. Dompe hat Bock heute. Kittel. Ja, komm, schieß halt. Das ist dann aber auch halt der Moment, wo man halt auch so Sprüche einfach lassen sollte, wie ja, komm, schieß halt. Oh, wir machen aus den Stream. Ich will nicht mehr. 1-0 Hamburg. Es war schon ein gutes Tor. War ein geiler Schuss. Kittel ist eh für viel Höheres bestimmt als zweite Liga. Und ich sag doch, ja, komm, schieß halt. Oh, ich hab den aber auch so verdient, das Gegentor. Endo, Girassi! Ja, Junge! Das ist es doch! Das ist es Mit der doch! Hacke, oder? Guck mal! Ja, mit der Hacke, war irgendwie reingewirkt. War irgendwie reingewirkt, das Ding. Ach, schön. Ach, schön. Saisontor 13. Saisontor 13. Er spoilert. Oh, es fühlt sich so gut an. Mal nicht, dass ich der bin, der hier richtig up to date ist und kein Delay hat. Das fühlt sich so schön an. Hier. Schön gesehen von Mio. Endo rein. Ja, mit der Hacke tritt in die lange Ecke. Girassi. Ich will über den Mann nichts mehr hören. Ja, Riesenchance verkackt im Hinspiel. Elfmeter verkackt. Hat auch da getroffen. Ich will nichts über Girassi hören. Wirklich nicht. Natürlich ein bisschen glücklich, ne? Brauchen wir nicht drüber reden, dass er so reinrollt. Aber das ist halt Girassi. Das ist einfach Geilheit aufs Tor und egal wie es fällt. Egal wie es fällt. Was für Abseits. Alter, ist. Oh. Junge, 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 ey, ist das gewollt. So, das kann man so einfach auch ganz entspannt für sich behalten. Schöner Ball, Girassi. Ja! 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 Enzo Mio! Wieder Gefahr wegen Abseits. Oh Gott, vor der Kurve, Mio ist eine Freche. Mio ist sehr frech unterwegs. Das soll er nicht machen. Mio ist sehr frech unterwegs. Da muss ich mich kurz im Namen von Mio ein bisschen entschuldigen. Hier ist wieder Gefahr von Abseits. Nee, gar kein Abseits. In keinem Fall Abseits. Auch kein Abseits. Das Ding zählt auf jeden Fall. Und Enzo Mio belohnt sich. Er hat schon im Hinspiel eine richtig geile Leistung gebracht. Und jetzt belohnt sich Enzo Mio. Im zweiten Spiel belohnt er sich. Für das erste vor allem auch. 1-1. Tim Walter schüttelt den Kopf. Das ist auch eine schöne Aussicht einfach. Und das ist wie im Hinspiel. Wir haben die 48. Minute. 3 Minuten nach Wiederanpfiff. Also als HSV-Fan oder generell als Fan von einem Verein, der sich so Tore fängt, würde ich ausflippen. Wie man sich 3 Minuten nach der Halbzeit da ein Tor fangen kann. Muss man auch sagen, wir sind echt unter Hoeneß bis auf Gladbach und Frankfurt. Da hat man so komische Phasen nach der Halbzeit, aber wir kommen meistens sehr gut aus Halbzeiten raus. Heißt, Sebastian Hoeneß hat wohl eine gute Ansprache. Ob es jetzt direkt von Minute 0 an ist oder ob es von Minute 45 an ist. Also das scheint auch eine Stärke zu sein. Es hat 1.700, ja, kann auch gut sein. Neutrale Plätze, kann sehr, sehr gut sein. Oh, was ein Fehler! Was ein Fehler von Heuer Fernandes! Gut, das war's. Doppelpack Enzo Mio. Spiel vorbei. Ah, das ist hart. Das ist hart für den HSV. Jetzt gibt's Stress da unten. Jetzt natürlich kippt auch die Stimmung. Also als HSV-Spieler würde ich mir jetzt auch hier nichts geben wollen, ne? Ist ja auch ganz klar. Da ist jetzt die Frage, wo der Ursprung ist, wie viel Scheiße wir gebaut haben beim Jubel und so Geschichten. Boah, Sosa, Junge! Und wie er reingeht! Und wie er reingeht! Ja, Borna Sosa, Junge. Jetzt kommen ja alle. Was geht denn hier ab? Sind wir auf Panos da? Ja, klar, Mafropanus. Aber wenn jemand hier kommt bei uns, dann ist es unser griechischer Bodybuilder. Aber wenn einer kommt, dann ist es er. Alter Schwede. Was geht denn hier für ein Film? Jetzt fliegen hier die gelben Karten aber komplett durch die Gegend. Führig gelb, zwei Hamburger schon gelb gesehen. Jetzt kriegt Sosa noch gelb. Der hier rein. Der ist rein wie ein Krieger. Borna Sosa ist rein wie ein Krieger, Junge. Dienstältester Spieler bei uns. Seit 2018 da. Mal gucken, ob es echt so weit kommt, dass wir hier das erste Mal seit dann irgendwann Mai 2021 zwei Siege in Folge feiern in der Bundesliga. Wenn man hier Relegation mit reinzählen will in die Bundesliga. Das erste Mal. Damals war es irgendwie 32. und 33. Spieltag. Augsburg und Gladbach. 2021, 2 Jahre her. Nach 2 Jahren oder zwei
Spiele in Folge gewinnen, also Bundesligaspiele. Pflichtspiele hat schon mal passiert, ne? Jetzt Nürnberg-Pokal zum Beispiel, Bochum danach, aber das ist schon eine Statistik zum Vergessen, ey. Nee, die Woche nicht, glaube ich nicht dran. Diese Woche noch kein Dauerkartenverkauf. Letztes Mal weiß ich noch, die Saison war ja irgendwie am 14. Mai vorbei, so grob, ne? Und ich meine, dass du hast ja auch erstmal die Phase, wo die Dauerkarteninhaber verlängern können und die dauert lange erstmal. Ich glaube, da ist wirklich einen Monat Zeit, deine Dauerkarte zu verlängern, irgendwie vom 14. Mai bis 14. Juni, irgendwie so grob. Also ich glaube, 2-3 Tage Zeit für diese Wechselphase, wenn du Dauerkartenplätze wechseln möchtest. Und danach kam erst der Mitgliederverkauf. Wenn wir jetzt so rechnen, denke ich tatsächlich irgendwie Mitte Juli, dass der Mitgliederverkauf ist. Und Wechselphase irgendwann Anfang Juli, würde ich mal tippen. Aber der VfB wird es ja wahrscheinlich schon morgen, übermorgen in hier reinschreiben, ne, in auf die Webseite. Ach, ist das schön. Einfach beide Relegationsspiele gewonnen. Was zur Hölle, hey. Ist das krass. Geh, Junge! Leg deinen Ball ab. Oh ja. Oder halt so, ne? Oder halt so. Ah, guck mal. Guck mal. Der Mann kann ja Fußball spielen. 3:1. Silas Katompa Mwumpa. Boah, krass. Mein, klar ist jetzt ein Konterding, ne? Das ist Tor. Muss jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, hoch an die Glocke hängen jetzt für das Gesamtergebnis, aber wir stehen jetzt hier in Summe bei einem 1:6 in der Relegation. 1:6. Das ist schon krass. Das ist schon wirklich krass. Es ist vorbei, wir bleiben in der ersten Liga. Ist, vielen, vielen Dank. Ist das geil. Ist das schön. 1:6. 1:6. Es freut mich so sehr für Hoeneß, für alle Fans hier über Wochen, für die Spieler jetzt, seit Hoeneß da ist. Es ist verdient, dass wir drin bleiben. Es ist verdient. Und, hab's auch schon oft im Stream gesagt, ein dickes Sorry an HSV. Relegation ist vielleicht nicht der Weg. Kommt bitte einfach direkt wieder hoch nächstes Jahr. Schafft's direkt hoch. Ihr gehört in die erste Bundesliga, aber so, gerade das Hinspiel, das war halt einfach zu wenig so. Das war einfach zu wenig. Ich glaube, viel zum Spiel muss man gar nicht groß sagen. Der HSV kam natürlich top rein. Ganz klar, Geschirr kam top rein. Schöne Hütte von Kittel. Ein bisschen Angst konnte es da bekommen, dass der HSV eben genau das macht, ne? Genau das hinbekommt. Hier Vollgas gibt, durchzieht. Das zweite hinterherliegt, aber ich weiß, am Ende wird die Statistik noch näher zeigen, und der HSV hatte nicht die Riesenchancen auf ein zweites, vor allem nicht die Riesenchancen auf ein mögliches drittes Tor. Das war auch hier einfach zu wenig. Wir waren da solide grundsätzlich. Die Angst war eh nur da, weil wir VfB-Fans sind, weil wir VfB-Fan-Gehirne haben. Deswegen war diese Angst da. Und dann eiskalt gewesen. Ein Tor schon geschossen, das 1-1, was abgepfiffen wurde, was schön war durch Gerassi, scheiß abgepfiffen wurde. Mio hat sich gekrönt für eine Top-Leistung, vor allem im Hinspiel, stark auch im Rückspiel. Das zweite halt einfach Pech beim Keeper, Platzfehler, Ball verspringt. Drittes dann eh nochmal Konter, da passiert halt sowas, das Spiel war dann eh schon durch nach dem 1-1 eigentlich. In Summe 1:6 drin geblieben, habe schon viel gesagt. Vielen Dank an Hoeneß. Der Mann kommt mit 2 Tagen Abstand zum ersten Spiel im Pokal mit Nürnberg. Gewinnt, trägt sein erstes in Bochum, der erste Aussieg seit Jahrhunderten. Hält uns in der Liga mit sehr, sehr starken Spielen, wirklich sehr starken Spielen. 3-3 Dortmund gegen Gladbach zu Hause gewonnen. Das 4-1 in Mainz, hat uns wirklich geile Spiele beschert. Wir hätten es gern auch schon direkt geschafft, gern über Hoffenheim schon geschafft, haben es aber dann noch nicht gepackt gehabt. Jetzt Relegation 6-1 in Summe, komplett ungefährdet Hinspiel, ein Traum gewesen, Weltklasse Stimmung. Auch hier HSV-Fans in Hamburg und wir auch in Stuttgart richtig stark gewesen, unsere Fans überall bockstark gewesen. Und dann muss man halt doch mal sagen, um hier mal diesen kleinen Witz mit reinzubringen, wie er es damals gesagt hat, der Werle, auch letzte Saison schon, weil er mit Köln damals es geschafft hat, hat er damals gesagt, Relegation kann auch Spaß machen. Und das wird jetzt hier gerade damit tatsächlich bestätigt, dass Relegation Spaß machen kann, weil das war schon sehr geil. Verdienter Klassenerhalt in der Phase mit Hoeneß. Wie gesagt, wir haben das mit vier Trainersaison, hätte sich keiner beschweren dürfen, wenn wir absteigen. Aber am Ende war es wirklich ein sehr harmonisches Ende. Hier nochmal geile Fanbilder vor dem geilen roten Auswärtsblock mit 6.000, 7.000. Ein Traum einfach, wirklich ein Traum.